Hallo, heute gibt es wieder ein First Impressions Video und zwar hatte ich jetzt sowieso vorgehabt, mich mit dem kompletten neuen Sortiment von Catrice, das im Müller exklusiv ist, zu schminken und ich dachte, ich filme mich jetzt einfach mal dabei und quatsch so ein bisschen mit dir und kann schon mal so ein bisschen über die Produkte erzählen. Das erste, was ich jetzt benutzen werde, ist ein neues Produkt aus der Prime & Fine Reihe, nämlich ein Healthy Look Primer. Also der ist speziell, der ist nämlich so aprikotfarben, also hatte ich bisher auch noch nie gehabt, so einen Primer und der soll eben so einen, ja, einen gesunden Teint machen und ich hoffe nur, dass die Farbe jetzt nicht besonders viel abfärbt auf die Haut. Also ich finde, er macht mich jetzt tatsächlich so ein bisschen rosiger von den Wangen her. Ja, das ist so ein bisschen wahrscheinlich dieser Effekt, den er haben soll, dieses Gesunde, was dann so aussieht. Ansonsten fühlt sich das ganz gut an, also schön reichhaltig, feuchtigkeitsspendend. Ich werde das jetzt so ein bisschen einziehen lassen und dann werde ich weitermachen. Dann mit der Foundation, auf die sich wahrscheinlich ganz, ganz viele freuen. Das ist nämlich hier diese Velvet Finish Foundation. Ich habe sie bisher einmal kurz aufgetragen gehabt. Ich finde das so ein bisschen schwierig mit den Farben, muss ich ehrlich sagen. Also normalerweise benutze ich immer die 030 bei Catrice Foundations, aber die hat mir dieses Mal nicht gepasst. Die war mir nämlich ein Ticken zu hell und die 040, die war mir definitiv zu dunkel und deshalb versuche ich die beiden Farben jetzt mal zu mischen und hoffe, dass da ja, was Gutes bei rauskommt. Beide sind beige, also nicht roséstichig. Das ist für meine Haut ganz wichtig. Und jetzt trage ich sie einmal mit den Händen erstmal auf und guck mal. Also ich finde, diese Farbe ist okay. Die Mischung macht's. Das ist okay. Und mal sehen, wie das im verblendeten Zustand jetzt aussieht. Hier mein Pickel, den ich das letzte Mal hier noch an der Nase hatte, oder ich glaube, das war auf der Seite, der ist jetzt runtergerutscht auf den Kinn. Also irgendwie habe ich im Moment Hautunreinheiten. Normalerweise werde ich ja total davon verschont, aber im Moment, ja, weiß ich nicht, habe ich ab und zu mal doch ein Pickelchen. So, jetzt habe ich diese Seite einmal fertig gemacht, diese Seite nicht. Einmal zum Vergleich. Und ich finde jetzt, dass die ganz gut gedeckt hat. Da ist ja Hyaluron drin und die hat sogar noch Lichtschutzfaktor 30. Das finde ich genial. Also mehr Lichtschutzfaktor brauche ich dann auch sowieso nicht im Sommer. Also ich muss sagen, auf der Nase setzt sie sich doch gerade arg ab auf meine Hautschüppchen. Da habe ich aber im Moment ja, immer nachdem ich mir Mitesser entfernt habe, dann pellt sich das da eben immer so ein bisschen. Und ich hoffe, dass es jetzt daran liegt und nicht daran, dass sie einfach allgemein sich so in Hautschüppchen reinsetzt. Ich muss sagen, sonst so am Backenbereich sieht das ganz gut aus. Deshalb bin ich da relativ guter Hoffnung. Aber das werde ich hier nochmal beobachten, weil das sieht natürlich immer so ein bisschen unschön aus. Aber das wäre jetzt erstmal der Teint. Wir machen weiter und zwar mit den Augen. Darauf freuen sich jetzt bestimmt schon ganz viele, denn ich werde hier diese neue Absolute Matte Palette einmal austesten. Und ja, dazu nehme ich einmal wieder meinen normalen Pinsel. Und einen Spiegel brauche ich auch noch dazu. Also ich werde jetzt einmal die vierte Farbe einmal nehmen und auf das gesamte bewegliche Lid geben. Und ich muss sagen, also ich finde, dass sie, nett gesagt, eher wenig pigmentiert ist. Ja, ich hätte mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Und das ist aber jetzt eher weniger pigmentiert, also eher für den natürlichen Alltagslook geeignet. Und von den Farben her finde ich sie aber sehr schön, also diese ganzen Brauntöne, nicht ganz matt, muss ich aber auch dazu sagen. Also gerade so die letzten beiden haben schon auf dem ersten Blick Schimmerpartikel drin. Ich mache jetzt einmal hier den Rand so ein bisschen dunkler mit der vorletzten Farbe und mische sie aber auch mit der letzten, so ein bisschen tupfe ich das da rein. Und dann mache ich mir hier das V hinten. So wie immer eigentlich, wenn ich mich schminke an den Augen. Das sieht bei meiner Augenform halt immer ganz besonders gut aus, deshalb mache ich das auch immer so. Jetzt mache ich noch was von dem Hellen und zwar mische ich die erste und die zweite Farbe so ein bisschen miteinander und trage sie mir einfach hier in den Innenaugenwinkel rein und verblende das nochmal so ein bisschen rein für den Highlight-Effekt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super enttäuscht bin von der Palette, aber ich hätte mir auf jeden Fall mehr erhofft, was die Pigmentierung jetzt angeht. Und auf den Nägeln trage ich heute übrigens Essigo Ginza. Das hatten mir so viele empfohlen gehabt, das hat mich total neugierig gemacht und dann habe ich mir auch gleich geholt und ich muss sagen, er gefällt mir außerordentlich gut. Ich würde sagen, meine beiden liebsten Essilacke im Moment sind auf jeden Fall der Mint Candy Apple und hier dieser Go Ginza. Also ja, dieser Ton ist wirklich, wirklich sehr schön. So,
So, wir machen weiter mit Mascara und da habe ich hier diese Iconic Mascara und zwar in Wasserfest. Die gibt es nochmal in Normal, aber ja, ich benutze sowieso immer lieber Wasserfest, das hält besser den Schwung. Und ich fange erstmal an mit der einen Seite, mit der längeren Seite. Da gibt es nämlich noch die kürzere, die ist dann für die unteren Wimpern. Und ich tusche jetzt einmal hier oben. Und diese Mascara hatte ich schon einmal ausgetestet, muss ich jetzt dazu sagen. Und ich muss sagen, ich war sehr begeistert davon. Also die hat wirklich ganz tolle Wimpern gemacht. Ich hoffe, ich kriege den Effekt heute nochmal so hin, dass du es sehen kannst. So, das sind jetzt hier einmal drei Schichten. Und ja, ich finde, die Mascara ist echt toll. Also ich muss sagen, ich war sehr überrascht, weil ich ja gerade bei Mascaras immer sehr, sehr kritisch bin. Und ja, ich finde, das sieht wirklich gut aus. Also sie hat die Wimpern getrennt, sie hat Volumen gemacht, sie hat sie auch etwas verlängert. Und ich werde gleich natürlich nochmal mit meinem Backstage-Wimpernformat drüber gehen. Wir machen erstmal weiter jetzt mit Concealer. Und da gibt es diesen neuen hier Velvet Finish Concealer mit Hyaluron. Das ist also das Pendant zu der Foundation. Und ich habe jetzt dieses Mal aber die Farbe 020 Velvet Rose genommen. Und zwar gibt es davon nur bis Farbe 030 und die 030 ist mir irgendwie viel zu hell. Und die hier ist zumindest so ein bisschen roséstichig und ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen dunkler ist als die 030, aber vielleicht bilde ich mir das nur ein. Und ich will damit ja meine Augenschatten wegkriegen und Rosé und Blau nimmt sich ja, glaube ich, so ein bisschen. So war das doch, glaube ich. Zum Verblenden nehme ich hier diesen hier. Das ist auch einer von Catrice. Einmal zum Vergleich hier in Neu. Und da sieht man vielleicht, dass der gar nicht größer geworden ist. Also ich habe ihn nass gemacht, aber irgendwie ist er trotzdem fest, also sehr fest und nicht größer geworden. So, das war's. Jetzt kannst du dir einmal anschauen. Also hier ist gemacht, hier ist nicht gemacht. Ich finde es okay, also sie deckt jetzt nicht super mega, aber das fühlt sich ganz gut an. Also sie soll ja eben auch Feuchtigkeit spenden sein, das ist um die Augen herum natürlich immer sehr gut. Also jetzt merke ich doch schon so ein bisschen, ist doch ein bisschen schwierig mit dem hier zu arbeiten. Da ist doch der Beauty Blender der richtige ein bisschen einfacher. Ich glaube, an den Wangen muss ich gar nicht so viel machen, weil die Foundation da schon sehr gut gedeckt hat. An der Nase möchte ich nicht mehr machen, weil da eben diese Hautschüppchen jetzt schon gut zu sehen sind. Deshalb mache ich hier unten nur nochmal den Pickel einmal weg. Weiter geht's mit den Augenbrauen. Ich benutze hier einmal diesen Eyebrow Filler. Das ist die dunklere, die 010 ist das. Ich glaube, das ist die dunklere. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. 010 ist ja meistens nicht so ganz dunkel. Aber ich fülle das jetzt mal, ich versuche das jetzt mal. Oh. Ja, schon direkt daneben gegangen. Also ich habe echt keine Übung noch damit. Und mit diesen etwas nasseren Produkten komme ich meistens auch nicht ganz so gut klar. Und ich finde, ja, ich versuche es jetzt einfach mal. Ich konzentriere mich jetzt mal. Also ich male mir jetzt quasi ja, mit dieser Tusche die Haut. Ja, weil ich das sonst irgendwie nicht hinkriege, dass die jetzt so ein bisschen Farbe annehmen. Ich glaube, das soll man wahrscheinlich nicht ganz so machen, sondern eher nur als Fixiergel benutzen. Das wäre jetzt mein Ergebnis für heute. Ich glaube, ich habe meine Augenbrauen auch schon mal besser hinbekommen, aber heute jetzt für den Live-Test soll das so genügen. Ich mache jetzt erstmal meine Wimpern fertig, biege sie mir wieder einmal hoch mit meinem Backstage-Wimpernformer. Oh, ich glaube, ich sollte die Batterie mal wieder wechseln, aber für heute reicht es noch. Und ich wollte auch noch mal fragen, ob zufällig irgendjemand da draußen beim Video Day sein wird. Weil ich werde nämlich am Samstag dort sein. Also am Freitag leider nicht, das schaffe ich zeitlich nicht. Aber am Samstag bin ich da und ich würde mich natürlich super freuen, wenn ich jemanden treffen würde. Und ja, vielleicht bist du ja da. Also schreib mir mal bitte, ob zumindest ein, zwei Mädels da sind, mit denen ich ein bisschen quatschen könnte. Also das würde mich echt freuen, wenn du da bist. Augen-Make-up soweit. Fertig. Also ich bin ganz zufrieden damit. Ja, also ich finde, das sieht gut aus. Gerade wegen der Mascara. Also Gott sei Dank gibt es die. Ich mache weiter mit Bronzern. Es gab jetzt keinen richtigen Bronzer jetzt aus dem neuen Sortiment. Deshalb nehme ich einfach dieses Velvet Finish Puder. Auch aus dieser selben Reihe wie die Foundation auch. Und zwar in der Farbe 040. Das ist die dunkelste. Okay, Nase kontrolliert. Genauso wie beim letzten Mal auch. Mache ich auch heute mit diesem Puder hier. Dann mache ich jetzt weiter mit Blush und zwar mit diesem neuen hier, diesem Illuminating Blush. Darauf freuen sich bestimmt auch schon ganz viele, weil er so wunderschön aussieht mit dieser Riffelung drin. Ich habe jetzt hier die Farbe 010 und ich benutze hier einmal diesen Pinsel, der ist auch von Catrice. Ja, den benutze ich jetzt einfach mal als Rouge-Pinsel, obwohl das, glaube ich, ein Puderpinsel ist. Ich finde, nachdem ich das jetzt so verteilt habe, hat das gar nicht so viel Glow, schon so ein bisschen.
ist so ein bisschen leicht gehighlightet, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht zu extrem, dass man das nicht im Alltag tragen könnte. Deshalb bin ich jetzt ganz zufrieden damit. Als nächstes würde ich dann trotzdem doch noch ein bisschen mehr Schimmer auf die Wangen haben. Dafür nehme ich jetzt einfach mal hier diesen Catrice Sun Glow Shimmering Bronzer in der Farbe 020 und gebe mir das auch nochmal so ein bisschen hier oben hin. Und dafür benutze ich hier jetzt diese hellere unten und nicht das in der Mitte. Das ist ja da so ein bisschen dunkler. Jetzt kommen die Lippen natürlich noch dran. Und da gibt es ja auch diese neuen Lippenstifte. Nämlich hier diese Ultimate Stay Lippenstifte. Davon gibt es 12 neue Farben. Ich habe mir jetzt mal 2 rausgesucht. Einen etwas nudigeren, den 030. Und einmal den 120. Der ist ja nicht ganz nudig. Und ich dachte, ich trage jetzt mal beide auf, damit du einmal schauen kannst und mir dann sagen kannst, welchen du besser findest jetzt zu diesem Look. Ich fange an mit der 030, mit dem Nude-Farben. Diese Reihe hat übrigens allgemein relativ viele nudefarbene Töne, sehr viel bräunliche Töne drin und auch so leicht pinke Töne. Also da kannst du mal schauen, vielleicht ist da der perfekte Nude-Ton für dich dabei. Übrigens würde ich gerne alle Produkte, die ich heute so benutzt habe, verlosen. Also ich habe ja, wie gesagt, ganz viele Goodiebags bekommen beim Catrice-Event. Und ja, quasi alle Produkte, ja fast alle, würde ich sagen, würde ich jetzt gerne verlosen. Also da ist dieser Spongy dabei, zum Beispiel von den Tools, dieser Kabuki, ja, habe ich jetzt gar nicht benutzt, aber den lege ich auch mit rein. Dann die Foundation in der Farbe, die kannst du dir dann aussuchen. Ich habe alle da. Ja, dieser Schimmer, Puder, dann Lippenstifte. Dann natürlich die matte Palette. Ich denke, darüber freust du dich am meisten über die matte Palette. Dann ja, der Blush, der ist natürlich auch mit dabei. Dann lege ich noch mit rein dieses Wimpernserum. Das kannst du ja dann schon mal austesten. Also ich habe noch nicht damit angefangen, aber vielleicht kannst du mir dann direkt schon mal ein bisschen Feedback geben. Als Mascara muss ich leider hier so eine reintun, die Glamour Doll in dieser Curl-Variante, weil ich diese Mascara leider nicht nochmal da habe. Deshalb kann ich die leider nicht mit reintun. Aber ansonsten so allgemein, ja, diese Produkte, die ich heute so benutzt habe, die würde ich gerne verlosen. Also ich hoffe, du machst mit. Die Teilnahmebedingungen stehen natürlich wie immer unten nochmal in der Infobox drin. Also ich finde, das sieht ganz gut aus. Das macht mich nicht zu tot von den Lippen her. Aber es nimmt meine Lippenfarbe auf jeden Fall schon sehr gut zurück. Und so würde ich das lassen. Oder ich würde dann eben nochmal drüber gehen mit so einem leichten Gloss, wenn ich das doch so ein bisschen lebendiger noch haben möchte. Aber ansonsten muss ich sagen, gefällt mir diese Farbe sehr gut. Ich denke, die passt sehr gut zu Mädels, die jetzt so ein bisschen gebräunter sind, so wie ich. Dann sieht das schön nudig aus. Wenn du schon ein bisschen heller bist, dann ja, könnte das vielleicht schon zu bräunlich dunkel aussehen. Okay, das ist auf jeden Fall der erste Lippenstift. So. Gucken, gucken. Jetzt mache ich ihn ab für den zweiten. Das ist jetzt die Farbe. Also die ist auf jeden Fall schon knalliger. Ich würde sie wahrscheinlich jetzt nicht so tragen zu diesem Look. Da wäre mir das Augen-Make-up wahrscheinlich schon so ein bisschen zu dunkel. Aber du kannst mir trotzdem ein bisschen Feedback geben. Ansonsten folgt natürlich noch eine ausführliche Swatch-Party zu allen Farben. Habe ich schon geplant. Ich weiß, viele warten schon darauf. Ich schaue mir jetzt kurz nochmal die Foundation an. Und die kriecht mir schon so ein bisschen hier in meine... Ja, wie heißen diese Falten? Also diese Falten hier, da kriecht sie schon so ein bisschen rein. Und auch hier habe ich so ein paar trockene Stellen. Da setzt es sich auch schon so ein bisschen leicht ab. Ich will jetzt noch kein Fazit geben, weil das kann ich einfach noch nicht. Ich werde nochmal schauen, wie sie sich macht im Laufe des Tages. Eine Review wird auf jeden Fall noch kommen zu den ganzen Sachen, die aus dem neuen Sortiment sind. Aber so der erste Eindruck von der Foundation... könnte schwierig werden. Ja, ansonsten war es das für heute. Das wäre mein Look und schreib mir auf jeden Fall ein bisschen was. Das würde mich freuen. Ich lese mal gerne, was da so unten steht unter meinem Video. Ich verlinke unten wieder meine beiden letzten Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.